Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG. Ich weiß, eigentlich wollte ich mich in meinem Kanal eher auf Lego Star Wars, die Skywalker-Saga konzentrieren, aber ich habe mir gedacht, die BeamNG-Videos haben so viele Aufrufe. Ich weiß nicht warum oder wem die so gefallen, aber sie haben einfach so viele Aufrufe und ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwie Clickbait oder irgendwie so nennt man das. Nein, ich möchte das nicht machen, aber wenn es euch gefällt und wenn es so interessant ist, BeamNG, dann habe ich mir gedacht, dann mache ich halt noch mal ein paar Folgen, bevor ich mit Lego Star Wars weitermache. Und ja, heute haben wir mal was Besonderes. Ich weiß, die meisten kennen wahrscheinlich Hide and Seek und sowas ähnliches werden wir heute in BeamNG machen. Mein Vater hat verschiedene Autos versteckt, der macht nämlich auf seinem eigenen Kanal auch Videos und über BeamNG und auch anderen Sachen. Und er hat zwei Autos versteckt auf der gesamten Map hier. Wir waren hier ja schon mal. Und ja, die Map ist teils ziemlich fies zum Verstecken. Allerdings gibt es zwei Regeln. Man darf nicht in dem Tunnel am Highway verstecken. Und es muss von der Straße aus sichtbar sein. Und man muss halt genau hinschauen. Und ich habe jetzt hier genügend Zeit, sage ich jetzt mal, um die gesamte Map, die ist ja nicht besonders klein, abzufahren. Und zu schauen, ja, wo genau die Autos versteckt sind. Es sind genau zwei Stück, wie gesagt. Ein Rennfahrzeug und eher ein geländegängigeres Fahrzeug, hat er gesagt. Mehr Tipps hat er mir auch nicht gegeben. Ich schummel natürlich auch nicht. Wir fahren jetzt los und ich würde sagen, let's go. So, ach komm, wir tun jetzt hier mal kurz noch Blaulicht rein zum Design. Aber keine Sirene, die nervt bloß. So, also gut. Ich würde sagen, wir fahren jetzt das erste Mal rechts. Und suchen mal die ganze Gegend. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal Richtung Highway. Ja, und schauen jetzt erstmal da, ob da irgendwas ist. Und wenn nicht, dann fahren wir mal ein bisschen ins Hinterland. Aber ich fahre jetzt, wie gesagt, erstmal den Highway ab. Und ja, wie ich vorher gesagt habe, hier jetzt links in den Tunnel rein darf man nichts verstecken. Das haben wir so ausgemacht, weil der sonst, also der geht halt durch die ganze Map einmal hinten durch bis ans andere Ende der Map und das ist einfach zu anstrengend, den komplett abzufahren. Den haben wir dann ja nicht mit reingenommen, sag ich jetzt mal. So, wir müssen hier natürlich immer schön aufpassen, ob hier links oder rechts irgendwo Autos versteckt sind. Die Kameraperspektive geht, glaube ich, so einigermaßen. Und ja. Entschuldigt, wenn vielleicht die FPS jetzt nicht hundertprozentig gar so gut sind, weil, ja, es sind jetzt halt zwei Autos auf der Map gespawnt, außerdem braucht die Map auch ziemlich viel Leistung von meinem PC und hat hohe Ansprüche und, ja, deswegen entschuldigt es, wenn es nicht hundertprozentig komplett, glatt läuft, sag ich jetzt mal. Und, ja, genau. So, also ich schaue jetzt mal links oder rechts, da unten ist ein Feldweg, das könnte auch fies sein, so einen Feldweg abzufahren und, ja, fahre ich mal ein bisschen schneller, weil ich glaube, hier ist nichts. Hier ist jetzt nur die Abbiegespur. Brauche jetzt aber mal noch nicht. Fahre jetzt mal noch geradeaus. Ob da vorne noch irgendwas ist, wenn nicht, dann fahren wir jetzt rechts über die Brücke. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, wo er die versteckt hat, die ganzen Autos. Und genau. Also gut, hier sieht es allerdings nicht nach irgendwas aus. Hier unten auch nicht. Und da kommt der Tunnel. Also wenn man in den Tunnel reinfährt, zur Information, kommt man an der anderen Seite bei dem Tunnel, wo wir vorher waren, wieder raus. Und deswegen haben wir den halt einfach, ja, nicht mit reingenommen in das Spiel jetzt hier. Okay, da war jetzt mal noch nichts. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal links von der Autobahn runter und über die Brücke rüber und schauen mal da, ob da irgendwas ist. Und genau. So, es kann aber auch sein, dass die Folge heute etwas länger werden wird, da, je nachdem, wie schnell ich beim Suchen bin, die halt länger oder kürzer wird. Ich hoffe, wir halten uns unter 20 Minuten, aber ja, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. So. So, jetzt fahre ich mal hier hoch. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Autos sind. Die hat mein Vater versteckt. Und der kennt es nämlich mit BeamNG eigentlich auch relativ gut aus. Und deswegen, ja. Okay, wir fahren jetzt mal nicht rechts, sondern mal hier geradeaus hoch. Und oh, mir fällt gerade was richtig Fieses ein. In den Minen, wo mir letzte Folge waren. Wenn da drin ein Auto ist, das wäre richtig fies. Oh, das habe ich ihm nicht gesagt, dass man das da nicht verstecken darf. Oh, wenn der da rein das Auto rein versteckt hat. Boah, das wäre richtig fies. Also das wäre wirklich hart. Die ganzen Minenanlagen hier abzufahren. Ich war in der letzten Folge in einer Minenanlage. Und es gibt noch viel größere Minenanlagen.
an anderen Orten der Map. Und das wäre ja richtig fies, wenn ich die alle abfahren müsste. Aber das, wenn ich jetzt hier nichts an den Straßen finde, das mache ich ganz zum Schluss und nicht jetzt hier am Anfang. Ich hoffe, dass es nicht gemacht hat, weil sonst könnte das Video gleich bei einer Stunde sein. Also hier wäre schon mal die erste Minimum, die letzte Folge waren. Da fahre ich jetzt aber nicht rein. Ich fahre jetzt mal den Berg hoch und wenn nicht, dann drehen wir wieder um und fahren unten weiter. Weil ich glaube, da oben ist ja nichts mehr. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. So. Jetzt muss ich mal hier schauen. Nein, ich glaube, ich fahre da jetzt mal links rein, weil es kann ja sein, dass hinter dem Haus oder so ein Auto versteckt ist. Oh nee, da gibt es auch noch eine Abzweigung. Oh, kritisch. Die Map ist halt einfach riesig. Aber wirklich einfach riesig. Nee, hier ist jetzt nichts. Ah nee, Gott sei Dank, die Brücke, die ist außer Betrieb, die ist kaputt. Oh, Glück gehabt, weil wenn ich da jetzt noch rüberfahren müsste, das wäre nochmal ein Weg. So, fahren wir jetzt mal geradeaus weiter. Ich glaube, da kommt auch bald das Ende der Map, aber da fahre ich jetzt trotzdem mal voll vor, weil kann ja sein, dass hier in irgendein Busch oder hinter einem Stein irgendwo so ein Auto versteckt ist. Das ist halt auch echt fies an der Map, weil es halt, ja, so viel gibt. Aber hier ist jetzt nach dem Gebäude ist auch die Grenze von uns, vom Suchradius. Okay, also hier sieht es mal nicht noch aus. Ich fahre jetzt mal hier noch den Parkplatz, weil nach der Kurve ist die Map zu Ende. Da hat es dann nicht mehr versteckt. Nein, sieht es mal nicht danach aus. Schau ich mal noch kurz hier rüber. Nein, das sieht nicht danach aus. Ja, okay, dann fahren wir wieder zurück. So. Wie weit geht der Parkplatz denn noch? So. Relativ clean rückwärts gefahren. Relativ. Ich habe halt nicht gesehen, wo der Weg ist. So, jetzt fahren wir wieder halt andersrum. Rückwärts zurück und dann jetzt hier hoch. So, andere Richtung. Ich bin gespannt, wo er die ganzen Autos hin hat. Also bisher haben wir noch nichts gefunden und meine Aufnahme ist jetzt schon bei 7 Minuten. Oh Mann, also ich glaube, die sind jetzt gar nicht so einfach versteckt. Aber ich habe ihm gesagt, ich soll es nicht zu einfach machen, aber jetzt auch nicht übertreiben. Also hoffe ich jetzt nicht, dass es in den Minen versteckt hat oder so. So, also ich fahre jetzt da runter bis zu der anderen Abzweigung. Ich schaue hier natürlich trotzdem mal noch. Und dann sehen wir ja, ob die Autos da unten eher sind oder... Ja. Also hier, wie gesagt, die Mine. Noch kurzer Drift um die Kurve. Aber das Auto ist echt eigentlich mein Lieblingsauto mit dem Lambo, weil das fährt sich so geil und es ist trotzdem nicht langsam und sogar gleichzeitig noch ein Polizeifahrzeug. Also so besser, viel besser geht's nicht. Und dann kommt noch das Beste dazu, es ist sogar auch noch geländegängig und hat wirklich Leistung. So, da unten kommt jetzt gleich die Abzweigung, so wie ich die Map noch kenne oder wo wir vorher hochgefahren sind. Und genau. So. Kein Crash bauen. Ich darf mein Auto schon zurücksetzen, aber muss nicht unbedingt sein. So, da sind wir hochgekommen. Dann fahre ich jetzt mal links. Hier runter. Ob hier unten noch irgendwas ist. Hier geht's runter. Ja, also wie gesagt, ich kenne die Map jetzt auch nicht so auswendig, dass ich sage, ach, da ist ein Auto. Da könnte eins sein, also, wo ich weiß, ach, die Stelle wäre gut und so. Also ich kenne die Map wirklich nicht gut genug dazu. So, jetzt fahre ich mal noch rechts runter. Ob da irgendwas ist. Ah, da geht es, glaube ich, nur zum Flugplatz oder so. Also es ist echt anstrengend. Es gibt hier so viele verschiedene Feldwege und alles. Also Feldwege zählen auch. Bloß halt keine irgendwie so querfeld ein. Das darf man nicht, weil sonst wäre es ja einfach übertrieben schwer, wenn es überall sein könnte. Hier geht noch ein Ding rein, aber ich glaube, da ist nichts. Da fahre ich jetzt nicht extra rein. Ich hoffe, da ist nichts, sonst wäre es blöd. Sonst müssen wir nachher nochmal hierher. Aber ich will jetzt mal hauptsächlich mal nur die geteerten Straßen abfahren und dann ist irgendeine andere. Aber hier sieht es auch nicht danach aus, als ob hier irgendwas wäre. Mann, also ich habe jetzt bei meiner Aufnahme jetzt bei 9 Minuten und habe immer noch nichts gefunden. Also, nein, nicht darunter. Oh, Glück gehabt. Und habe noch nichts gefunden. Also jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen, weil... Also wenn ihr was schon bis jetzt hier gesehen habt, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Und ja... Ich bin ja mal gespannt. Muss ich meinen Papa nachher loben. Ha, dass er es gut versteckt hat. Und vielleicht sogar zu gut für uns. Oh, hier geht ja auch noch ein Feldweg runter. Die Feldwege fahre ich, wie gesagt, später ab.
Oh, das wäre auch ein krankes Versteck. Hier rechts rein, da fahre ich jetzt rein. Hier in den Campingparkplatz oder was es ist. Oh, das wäre ein krankes Versteck. Aber richtig krankes Versteck. Wenn es hier drin ist, das findet man ja gefühlt gar nie. Junge, wo soll ich hier anfangen zu suchen? Fahr jetzt mal links. Junge, als ob. Hier. Scheiße, da ist was. Da muss ich nochmal zurück kurz. Aber das wäre ja, also, krank, wie viele Verstecke es hier einfach gibt. Oha. Okay. Hier ist nichts. Dann fahre ich hier links. Okay, da ist bloß so ein Ding. Da geht es nicht weiter. Ist auch nichts. Och, Mann. Ich fahre hier jeden Weg ab, weil da will ich jetzt nachher nicht wieder zurückkommen. Hier muss doch eins sein. Also, ich glaube schon, dass hier irgendwie eins ist. Weil hier wäre ja die absolute kranke Location. Aber ich weiß nicht, man kann auch sein, der hat es irgendwo anders versteckt. Aber wir haben ja gefühlt schon die ganze Map. Wir sind ja gefühlt schon noch die ganze Map durchgefahren. Geht hier ein Weg hoch? So indirekt ein bisschen. Ja, deswegen. Da war was. Täuscht es? Ist da wirklich was? Jawohl! Wir haben den Sportwagen. Und unser Auto gleich geschrottet. Perfekt, wir haben einen Sportwagen, wenigstens. Aber ich muss sagen, nices Versteck an der Stelle. Oha, also wie kann man sich hier drehen eigentlich? Kann man sich so irgendwie drehen? Nein, ich habe keine Ahnung, ich weiß so wie man sich... Oh, egal, stelle ich hier wieder ein. Oha, aber wirklich, also gutes Versteck, muss ich sagen. Also Gott, ein Auto haben wir gefunden von zwei. Und wir sind aber schon bei 12 Minuten ungefähr. Ich weiß nicht, wie es im Endvideo, wie lang ist, was ich rauscut oder nicht. Aber bei meiner Aufnahme bin ich jetzt bei fast 12 Minuten. Okay, ein Auto haben wir bisher geschafft zu finden. Und das zweite Auto haben wir allerdings noch nicht gefunden. Ich bin gespannt. So, jetzt fahre ich hier. Wir sind von links. Nein, von. Doch, wir sind von links gekommen, also fahre ich rechts. Ich musste kurz überlegen. So, ja, wie gesagt, jetzt fahre ich hier wieder zurück. Über die Brücke. Also da unten in jedem Feldweg könnte halt auch eins sein. Es ist schon verdammt groß, die Map. So, jetzt fahre ich hier allerdings, wo ist er mir rechts gefahren? Jetzt fahre ich hier links weiter. Vielleicht ist hier irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber, ja gut. Also wenn ihr natürlich mehr von diesen Hide-and-Seek Sachen wollt, lasst natürlich gerne ein Like oder ein Abo da. Es kommen auch immer mal wieder zwischendrin BeamNG-Videos und natürlich auch Lego Star Wars. Jetzt wird dann bald mal noch ein anderes Spiel kommen. Und ja, ihr wisst ja Bescheid, Road zu 100 Abonnenten. Es ist für mich schon sau viel bis jetzt. Ich glaube 51 Abonnenten aktuell. Danke dafür, Leute. Und ja... Oh nein, achso, die Schilder sind ja unecht, Gott sei Dank. So, hier waren wir jetzt aber dann gleich vorher. Ja, genau, hier waren wir vorher. Oder? Waren wir hier vorher? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so vergesslich. Ich fahre jetzt mal links weiter. Aber diese Map ist auch so riesig. Ich finde es auch schwer, immer zu sprechen, weil ich muss mich ja konzentrieren, irgendwo hier ein Auto zu suchen, weil es wäre blöd, wenn ich schon an einem vorbeigefahren wäre. Sonst müsste ich nämlich alles zweimal abfahren, weil, ja... Ihr wisst, was ich meine. Aber bisher sieht es jetzt mal nicht danach aus. Wir haben ein Auto, aber das zweite Auto habe ich bisher noch nicht gefunden. Aber ich muss auch sagen, bei dem anderen Auto von gerade eben, es war schon hart gut versteckt, so zwischen den Bäumen. Ich habe es auf den ersten Blick gar nicht gesehen. Und war da gerade ein Auto? Oder hat es gerade getäuscht? Ja, wir haben das andere. Oha, so ganz unerwartet. Ich hätte nie gedacht, dass das Auto hier ist. Ich habe hier gerade kurz einen richtigen Herzinfarkt bekommen. Ja, wir haben das zweite Auto. Nice. Richtig nice. Als ob wir das zweite Auto haben. Oha, also... Ja, super. Also, wir haben zwei Autos von zwei geschafft und meine Aufnahme ist gerade erst bei 14 Minuten. Kurzzeitig hatte ich gedacht, das Video geht deutlich länger, aber... Wir haben es jetzt doch noch gefunden. Ich bin jetzt stolz auf mich. Ich habe 14 Minuten gebraucht. Ein bisschen weniger vielleicht, weil ich am Anfang noch gequatscht habe. Ja, ich würde sagen, wir haben zwei Autos gefunden. An beiden Locations. Also beide sehr, sehr gut versteckt. Sehr, jetzt weiß ich, wie man sich dreht. Sehr gut versteckt. Und ja, also... Papa, wenn du dieses Video siehst, gut versteckt und auch echt coole Locations gefunden. Danke dafür, dass du mir geholfen hast.
Und ja, ich sage natürlich auch Danke an euch Leute fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video von BeamNG, Lego Star Wars oder sonstigen Spielen wieder. Und habt jetzt noch einen schönen Sonntag und bis dann, Leute. Ciao, ciao.